Hey ho, meine Lieben. Ja, Haare etwas feucht. Draußen regnet es wie Sau, aber es hilft nichts. Wir mussten nochmal los, ein bisschen Weißwein holen für das Essen heute. Und was gibt's heute? Heute gibt's Schweinemedaillons mit einer leckeren Pfeffersoße, Pfefferrahmsoße und ja, so ein paar Spätzle haben wir schnell eingekauft. Oh, ich sag da und wir. Ja, ich habe Besuch da, ich habe Gegenbesuch erhalten und sie ist schon am Parieren vom Fleisch. Aber dazu gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche. Yeah, ich habe Hilfe. Dann fangen wir hier mal mit der kleinen, aber feinen Übersicht an. Filet schön am Parieren. Du kannst das viel besser als ich, das sehe ich jetzt schon. Hier drüben ein Becher Sahne für unsere Pfeffersoße. Dann nehmen wir ganz einfach einen bunten Pfeffer. Das sollte genauso funktionieren. Warum muss man da immer bloß einen grünen Pfeffer nehmen? Eben der Wein. Bacon, genau, den Bacon braucht man für Gemüse dazu. Was wollten wir für Gemüse machen? Grüne Bohnen mit Bacon. Grüne Bohnen mit Bacon, jawohl. Ja, und wie gesagt, der Einfachkeit halber ein Backel Spätzle einfach geholt. Gut, selber gemacht wäre besser. Ich habe keinen Spätzlehobel da. Werde ich mal vielleicht irgendwann noch mal noch organisieren. Und wie man Spätzle macht, weiß ich ja eigentlich. Gut. Oh, nicht so dünn schneiden. Obwohl, Manu wird es schon machen. Wie gesagt, sie hilft mir heute. Sag mal Hallo. Hallo. Jo. Und danach legen wir dann ganz einfach los und machen weiter, wenn das Fleisch soweit fertig ist. Mein Pfännchen schon vorbereitet. Ja, heute machen wir es wieder mal ausführlicher. Die Bohnen habe ich auch schon rausgeholt. Die stellen wir hier auch bereit. Und Zwiebel schon vorbereitet. Leute, ich habe fast nichts zu tun. Mir wird schon fast langweilig. Ich habe mir noch den Platz erkämpft, dass ich wenigstens noch die Zwiebel schneiden darf. Lacht nicht, Leute, aber ich habe mich... Mach weiter. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, die Kämme in die Hand zu nehmen. Ja, die Filetscheiben schön anbraten. Langsam, schnell, mittel. Auch mittel. Mittel, ja, okay. Schön langsam. Und da hinten geht es dann mit dem Gemüse. Mit dem Gemüse weiter. Wir werden sehen. Wundert euch nicht über das Video heute. Es ist für mich hier jetzt in der Wohnung auch sehr ungewohnt. Aber schön. Ja. Also Leute, das Fleisch wird jetzt nur gepfeffert. Und gut ist, jawohl. Fleisch mittlerweile auf Seite gestellt. Hier wird der Pfeffer jetzt noch etwas gemörsert. Im Hintergrund haben wir schon mal gutes Tellofix Classic. Das brauchen wir natürlich auch dazu. Ich darf heute gar nichts machen, gell? Kannst du gerne machen, den Pfeffer. Ich sag jetzt einfach, du bist ja schon dabei. Wird halt ein bisschen grob gemacht. Okay. Das klingt für die Soße, für die Pfeffersoße. Also gut riechen tut der Pfeffer echt schon. Hat was. Soll ja eine Pfeffersoße sein und nicht hier aus der Tüte. Bisschen zu große Würfel. Bisschen zu große Würfel. Mhm. Gut, habe ich geschnitten, ich gebe es zu. Ich bin schuld. Jetzt machen wir nämlich schon mal erstmal die Zwiebel anbraten, ein bisschen. Für das Gemüse, für die Bohnen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass da dann der Bacon noch dazu kommt und zum Schluss die Bohnen. So hat es mir nämlich schon erklärt. Der Bacon mittlerweile auch schön mit in der Pfanne drin.
Jetzt kommen die Bohnen dazu. Aus der anderen Pfanne haben wir schnell noch den Bodensatz etwas gelöst und alles zusammen in die Pfanne hier. Da kommt jetzt der Weißwein rein. Und dann der Pfeffer. Den Pfeffer haben wir eben hauptsächlich auch klein gemörsert, weil ich gesagt habe, mir ist es lieber, oder mir ist es so lieber, als wenn ich die ganze Zeit auf ganze Pfefferkörner beiß. Aber er entfaltet auch so definitiv mehr Geschmack. Das war die Sahne und jetzt dann noch ein bisschen was von der Gemüsebrühe mit hinein. Übrigens noch ein kleiner Tipp zu den Bohnen mit dem Bacon, mit dem Speck. Wurden auch noch abgeschmeckt mit ein bisschen Gemüsebrühe und ich muss sagen, die schmecken gleich viel besser als die, wo ich mir damals gemacht habe. Okay, jetzt sehe ich das auch mal so richtig, wie jemand eine Mehlschwitze vorbereitet. Da ja die Soße ein bisschen flüssig ist, kommt ein bisschen Mehlschwitzer dazu. Dicken wir es halt ein bisschen an. Danach machen wir jetzt schönes Fleisch da rein. Habe ich dir schon gesagt, dass ich Hunger habe? Die Sef, guck mal. Auf die richtig schön. Immer schön rühren. Jetzt weiß ich auch, wie vieles funktioniert mit dieser Mehlschwitze. Oder man kann auch halt auch Stärke nehmen. Dann braucht man halt sowas nicht zu machen, Wasser und Stärke. Das Filet darf jetzt in der Soße noch ein bisschen nachziehen und Leute, die ist so geil geworden. Yummy. Probiert habe ich nämlich schon. Dann sind wir auch schon in der Schlussszene gleich, weil nur noch auf dem Teller und die schöne Probierrolle gibt es dann. Anrichten darf ich jetzt unter fachmännischer Anleitung. Bisschen mehr Soße? Ja, bei mir auch. So. Mehr Fleisch oder reicht das? Das Mann? Reicht. Gut. Man kann sich ja noch ein bisschen nachnehmen danach, wenn man noch Hunger hat. Bitteschön. Dankeschön. Ich mache nämlich noch das Probierele hier. So, Freunde, so sieht das Tellerchen jetzt aus. Und mir bleibt jetzt nur noch zum Probieren. Richtig lecker. Also dieses Mal wirklich selber gemachte Soße. Tausendmal besser als meine Speckbohnen. Ja gut, die Spätzle haben wir halt die Packerlware genommen, aber schlecht sind die deswegen auch nicht. Manu, komm mal her. Gemacht.
Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, wir gehen jetzt essen.